Hallo Welt, da sind wir wieder hier an der Diebesgilde und wir werden mal laut und deutlich. Wir werden laut und deutlich abschließen. Das machen wir mal ganz eben. Das kann ja nicht so schwer sein, 3 Bienenstöcke in Brand zu stecken, zu setzen. Mein erster Auftrag als Mitglied der Diebesgilde hat mit einer Honigmanufaktur vor den Toren Riftens zu tun. Gut Goldenglanz. Es handelt sich um eine Vergeltungsmaßnahme für das plötzliche Schweigen und die mangelnde Kooperationsbereitschaft des Eigentümers gegenüber der Gilde und einer deren wichtigsten Klienten, Marvin Schwarzdorn. Ja gut, das werden wir also mal tun. Durch die Kanalisation können wir es betreten. Goldenglanz. Moment, wir waren gerade in der Kanalisation. Wenn ihr das Schießen trainieren wollt und genug Geld habt, bin ich bereit, euch zu unterrichten. Jo. Ja, ich bin mir sicher, dass wir... Wo kam... Ach, da. Ihr wollt reden? Nur zu. Oh. Ihr wollt mit mir reden? Nur an. Wie lange macht er das jetzt weiter? Der trifft uns doch nicht, oder? Wollt ihr ein besserer Schütze werden? Ja, aber ihr könnt uns gar nichts mehr beibringen. Ja, tut mir leid. Okay, er hat keine Lust mehr und wir wollen durch die Kanalisation jetzt. Das ist falsch. Müssen wir dafür hier drunter schwimmen? Nein. Ja, ich denke, die zersprungene Flasche, zersplitterte Flasche, das ist erstmal der richtige Ort dafür, die zersplitterte Flasche. Und dann finden wir schon zur Kanalisation. Was war das gerade? Ach so. Rattenweggewölbe. Na gut, ja, okay. Auf zum Gewölbe. Ah, ja, okay, ich verstehe. Hier sind wir also, ja. Rattenweg. Also, der Plan sieht folgendermaßen aus. Wir haben doch mal hier etwas gefunden, nämlich das Gehege. Und da war jemand, der uns nicht die Tür öffnen wollte. Und... vielleicht kennt er den Weg durch die Kanalisation. Ansonsten müssen wir zurück und vielleicht da runterspringen. Nein, dann sind wir ja nur eine Etage. Dann sind wir ja da unten quasi. Das wird auch nicht so ganz richtig sein, denke ich. Also wenn das hier alles bevölkert sein wird oder mal war, dann kann ich mir schon denken, dass es hier unten ganz... Ach, schön wird es immer noch nicht. Wie das hier riechen muss. Also ins Gehege wollen wir. Rattenweg, Gehege. Das wird schon richtig sein hier. Genau.
bin höchst gefährlich. Zwingt mich nicht rauszukommen und euch weh zu tun. Das war ja schon mal einen Versuch wert. Hätte ja sein können. Wer war das? Ach, wir reden hier erst gar nicht mit irgendjemandem. Die sind ja alle verrückt. Stein, Eimer, Buch, Messer. Ja, ich gebe zu, man kann hier nicht durch. Man kommt hier nicht in die Kanalisation. Also zurück. Hätte ja sein können. Das war nur ein Stück Holz. Ein Geländer stand da. Ich dachte, da ist schon wieder irgendetwas, was uns nicht mag. Okay, wir brauchen hier nicht nochmal reinzugehen in das Gewölbe, da ist nichts los. Nehmt euch einen Stuhl und ein Getränk. Ja. Nein, ich meine, nein, nein, nein. Ja, nein, 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 doch lieber nicht. Also gut, ja, dann versuchen wir es mal. Vielleicht gibt es ja oben irgendwie in der Stadt die Kanalisation. Ich weiß gar nicht so recht. Da geht es raus und... Nein, hier geht es raus. Was ist das? Die Kanalisation hier unten? Das könnte doch beinahe sein. Ja, da hat aber jemand Angst vor den Skevern. Oder irgendwer war hier unten und hat die Bärenfallen wieder gestellt. Aha, es ist Nacht. Nacht in Skyrim. Gute Zeit, um irgendwelche Bienenstöcke anzuzünden. Da geht's wieder zur zersprungenen Flasche. Da war das, da sind wir hier wieder rausgekommen und dann gehen wir hier eben nach draußen. So, die Kanalisation, wo finden wir sie? Mhm.
Bettlerecke. War das hier vielleicht mit der Kanalisation? Ist das hier? Ist hier nicht etwas gewesen oder ist hier nicht irgendwo eine Tür, die nur mit Schlüssel zu öffnen ist? Oh, Moment, vielleicht weiß Snilf Bescheid. Mögen die Göttlichen euch segnen. Oh, hier nimmt ein Goldstück schon. Vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Warum bist du so groß? Das ist ja ein Gigant. Kanalisation, ja. Gut gesagt, aber... Unter Wasser vielleicht? Also ich sehe hier nichts wie eine Kanalisation. Vielleicht sollten wir bei Tageslicht hier irgendwie herkommen. Wir trinken noch. Die Suche nach der Kanalisation. Ja, ist ja nicht schlecht. Man muss immer viele Wege kennen. Vielleicht gehen wir wirklich mal schlafen erst. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Ja, ja. Ja, das mit der Kanalisation ist zwar optional, aber dennoch. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht ein Geheimnis für mich. Uff. Wo finden wir hier die Kanalisation? Wo würde ich die Kanalisation verstecken, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte? Hier? Ja, das wird unten im Rattenweg schon gar nicht so falsch gewesen sein, meine ich. Hier sind wir auch noch nicht rausgegangen, nach Himmelsrand. Oder außerhalb der Stadt, warum sollte da ein Kanaldeckel sein, eine Kanalisation? Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegungen. Kluger Ansatz. Danke. Wer ist das? Maul! Heuler hat mir gesagt, dass ihr es in die Gilde geschafft habt. Wenn ihr Informationen braucht, redet mit mir. Habt ihr vielleicht Neuigkeiten über die dunkle Bruderschaft? Ich habe nur das Gerücht gehört, dass ein Junge namens Aventus Aretino in Windhelm versucht hätte, die dunkle Bruderschaft zu kontaktieren. Er hat hier in Rifton im Waisenhaus auf der anderen Seite der Stadt gelebt, ist dann aber wohl weggelaufen. Man kann es ihm nicht verübeln. Ja, richtig, den müssen wir unbedingt mal besuchen. Das ist Aventus Aretino. Ja, da müssen wir mal vorbeigehen, auf jeden Fall. Ihr müsst das Lexikon nehmen. Befreit mich von meiner Last. Lexikon? Last? Wovon redet ihr da?
Die Erinnerungen. Ich halte sie nicht mehr aus. Bringt sie weg von hier. Zurück nach Avanchensel. Ihr müsst mir das Lexikon abnehmen. Bitte, nehmt es. Jetzt. Ist schon gut, ich nehme das Lexikon. Ihr müsst es nach Avanchensel im Westen bringen. Bringt es ihnen wieder. Es muss dorthin zurück. Schluss jetzt! Ich gehe nicht zurück nach Avanchensel. Auf keinen Fall. Was? Wer hat das gesagt? Ich weiß nicht, warum ich hier reingegangen bin, aber manchmal mache ich Sachen einfach nur so. Das muss nicht unbedingt irgendeinen Grund haben. Noch zu erledigen. Piratenkönig des Abakeanischen Meeres. Noch zu erledigen. Also zu erledigen. Erstens, Löcher in den Netzen reparieren. Sie nach Marka zu schicken, ist zu teuer. Nach Lösung vor Ort suchen. Vielleicht Valindor. Zweitens, Holzschäden an Fischkäfigen reparieren. Keine besonderen Fähigkeiten benötigt. Das kann Vujita erledigen. Drittens, Fischkarten für den Honrichsee. Was? Achso, korrigieren. Muss mich von Gut Goldenglanz fernhalten. Als wir letztes Mal in Steinwurfweite ankehrten, haben sie uns beschossen, keine Ahnung warum. Und Fragen an Aringoth blieben unbeantwortet. Viertens, Nivenor sagen, sie soll aufhören, so viel von unserem verdammten Gold Geld wegzugeben, auszugeben. Piratenkönig des Abakeischen Meeres. Olaf und der Drache, das kennen wir schon. Willig sein, Piratenkönig des Abakeanischen Meeres, so. Reißt euch die Augen aus, schneidet ab das Ohr. Diese Segel stehen für Wahnsinn und Horror. Lasst zurück eure Schiffe, euer Gold, eure Frauen. Rot färbt das Wasser, Weleg bringt das Grauen. Wollt gehen auf der Planke, hängen an in der Schlinge. Keine Chance habt ihr, wenn ihr erhebt eure Klinge. Gnade könnt ihr von ihm nicht erwarten, rot färbt er das Wasser, der König der Piraten. Galeone des Kaisers oder Schiff der Elfen, alle werden sinken und niemand kann helfen. Die Mannschaft ergötzt sich, quält euch und lacht. Rot färbt sich das Wasser in ewiger Nacht. Er reißt euch in Stücke, bricht euer Gebein. Seine Augen glühen rot, sein Herz ist aus Stein. Merkt euch die Worte, sie ersparen euch Pein. Rot färbt das Wasser, Kapitän Valek sein. Ja, das war wenigstens mal ein Buch jetzt.
Wir könnten ihr alles stehlen. Denn wir sind hier in der Diebesgilde. Was machen wir wirklich hier drin? Ich habe keinen Schimmer. Ich dachte, wir finden hier irgendwie die Kanalisation. Falsch gedacht. Also schön, dann. Wer sagt das immer? Was? Wer hat das gesagt? Hast du das gesagt? Ja. Es gehört jetzt euch. Ich werde es nicht zurücknehmen. Niemals. Warum sprichst du so komisch? Avanchensel. Bringt es nach Avanchensel. Ihr müsst es zurückbringen. Ich dachte erst, dass das Buch spricht zu uns. Lexikon, was haben wir denn da überhaupt Schönes von ihr bekommen? Bücher, wir bekommen ein Buch und sind nicht ganz aus dem Häuschen? Das gibt's ja gar nicht, wir haben gar kein Buch von ihr bekommen. Wir haben uns das Giftrezept gekauft und noch nicht reingeschaut? Wie kommt das denn? Lesen natürlich. Haha, Giftrezept, Gesundheit senken. Skeberschwanz, das ist gut, davon haben wir schon einige. Und Salze der Leere, naja, gut, das werden wir so schnell wohl nicht finden. Wir haben überhaupt gar kein Lexikon. Hier ist das Lexikon. Was ist das? Hellraiser? Oh, der Spielwürfel. Ja. Das ist gruselig. Na gut. Ja, sei es drum. Wir werden jetzt ein paar Bienenstöcke anzünden. Vielleicht doch. Was war das? Vielleicht holen wir vorher ein paar Bienen noch raus für uns. Ein wenig Honig. Ich glaube, wir sollen hier auch einbrechen und irgendetwas aus dem Safe holen. Kann das sein? Nur, dann machen wir das doch vielleicht zuerst. Es ist ja gerade Nacht. Das passt doch ganz gut. Wir tropfen nur noch etwas. Nein. Was war das? Komm schon, her! Okay, man hat uns entdeckt, ich gebe zu. Der Plan war nicht ganz ausgereift. Das sind aber nur Söldner, das sind keine Banditen oder irgendwas. Die können nicht so viel.
Ich wollte sowieso wissen. Leute, die müssen sich erstmal beruhigen da oben. Ich wollte sowieso wissen. Wie kommen wir denn hier hin in die Kanalisation? Dann gehen wir eben mal andersrum. Und gucken, wo wir da rauskommen. Na, wo kommen wir hier raus nachher? Das ist nicht schlecht, wenn man hier die Skewer-Salze immer umsonst, die Skewer-Schwänze immer umsonst bekommt. Weg! 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 Renn doch weg, du blödes Viech! Och, ey. So eine blöde... Die hätte man doch wegschubsen können. Die hat's auch noch ausgelöst. Naja, jetzt können wir... Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, eure Likes, eure Kommentare. Daumen hoch für euch, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.